Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Jetzt fast The Forest gesagt. Ich will da gar nicht dahin. Wir sind hier bei der Garnison und müssen das nächste Oberhaupt des Ordens töten. Dann hätten wir nämlich 3 von 4, um den Anführer zu entlarven. Nein. Mal gucken, ob ich es ungesehen hier rein schaffe. Das könnte ein Weg hinein sein. Ja. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Hier drüben. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Gut, lass uns gehen. Wo ein Schlüssel ist, ist auch eine Tür. Oder ein Tor. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Nee. Versuch im Schatten zu bleiben. Geht klar. Hast du die Schreie gehört? Das klingt fast nach Geistern. Man sagt, im Kerker soll es spuken. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Ich könnte das selber entdeckt machen. Du kannst es gar nicht wissen. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Dann wird auch der Wachgang kürzer. Der Führer Wasif ist zurück. Was ist denn los hier? Beim Wachgang geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Wer beim Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reicht einen Monat lang den Abort. Nicht aus Versehen Messer werfen. Will der denn hin? Bleib nah an der Wand, da gibt es viel Deckung. Los jetzt. So, nur weil ich nicht in irgendeinem Schatten stehe oder was? Heute scheint alles ruhig zu sein, Sadiq. Ich bin nicht dein Sadiq. Kümmere dich um deinen Kram und zwar schnell. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib fest. Wenn man dich sieht, kann ich die Hälfte helfen. Erst. Du musst selbst einen Weg finden. Folge mir nicht so offensichtlich. Bleib in Deckung. Wie offensichtlich? Bist du dumm? Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Nee, nicht machen. Ich immer, die entdecken mich. Oh, 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 oh. Verdammt. War nicht gut. Was ist der denn da hinten? Oh Gott. Könnte schief gehen. Was zum... irgendwann krieg ich dich. Nein! Verdammt. Ach man, das war doof. Hey, warte! Komm mal mit. Hier. Da vorne, da muss ich hin. Wir sollten jetzt von hier aus weiterkommen. Die sehen mich doch. Endlich. Diese Tür führt dich zum Massiv. Danke. Ich muss wieder zurück. Emedikwa, habe deine frühen Jahre als Sklave in der Schmiede deine Hand drauf werden lassen. Sicherlich waren dort so viel Feingefühl als auch Kraft gefragt. Dir wurde befohlen, die Sklaven zu sichern, nicht sie reihenweise umzubringen. Und ich lässt eine Blutspur, die gut zu uns anderen zurückverfolgt werden könnte und damit auch zu mir. Eine feste Hand, aber leichte Berührung. Ich werde mich nicht wiederholen. El-Bahamut, der Kopf der Schlange. So, El-Bahamut war ja der Anführer des Ordens.
Wasifs Gemach. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Ich schon. Was für ein aufwendiger Schrein. Wasif muss seine Mutter geliebt haben. Verstaubte Erinnerung. Ich war noch ein Junge, als sie mich schnappten und zum Schmied schickten. Der Hundesohn prügelte mich, aber ich machte mich stark, so wie du es mir beigebracht hattest. Sobald ich groß genug war, brach ich ihm mit meinen eigenen Händen das Genick. Ich drückte zu, bis ich es knacken spürte. In diesem Moment war kein Zorn in seinen Augen. Das Einzige, was ich sah, bevor sie sich mit Blut füllten, war Angst. Du wärst stolz auf mich gewesen, Mama. Ja, bestimmt. Bestimmt. So, wo ist denn der gute Mann? Gerade stehen, Augen geradeaus. Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung. Oh, da ist Beshi. Wenn wir den töten. Oh Gott, ich glaube, Beshi stirbt echt jetzt. Das ist nicht so gut. No, Beshi. Besser. Das Heft ist gut. Das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Beshi! Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. Wo ist Ali? Nein, mach keine Dummheit. Erweisen wir dem Hund eine Gnade. Okay. Ich muss ihm helfen. Na dann. Machen wir mal hier eine Runde. Los jetzt. Ja, genau, triff mich hinter dir. Cheater. Aufpassen, Basim. Beshi ist despawned. Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Finde Kriegsfürst Wasif und töte ihn. Ali will die Aufständischen befreien, die im Inneren der Garnison gefangen sind. Kann ich dir nicht... Wo kann ich ihm helfen? Ja. Bisschen Money. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Vor uns kann sich nichts verstecken. Komm schon. Wo ist der Schlüssel? Nicht dorthin fliegen. So schnell konnte ich nicht gucken. Wie komme ich denn jetzt so schnell zu dem Schützen? Und auch noch Gegner. Da ist der Aufseher. Wo ist der Aufseher? Der da? Gleich. So. Nee. Du bist wieder sicher, Sam. Dann gucken wir mal mit Enkidu um.
Okay, ich muss ja nur ihn angehen. Wie war ihn das am besten? Haben wir schon mal einen weg? Ja, das trifft jetzt alle da unten, um ehrlich zu sein. Okay, die da unten sind aber irgendwie zu dumm, das zu merken, scheinbar. Sterb du! Nun stirbst du! So. Wo ist er denn? Da. Der hat das nicht mitgekriegt? Was ist mit ihm los? Und Schuss! Der Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. So, haben wir hier noch irgendwas da? Messerchen, bitte. Hm. Wo muss ich denn jetzt hin? Dann seid ihr verriegelt. Gibt es die mal nicht? Haltet einfach die Augen. Hier hätte ich vermutlich da durchgehen können und. Okay. Okay. Und hier lang. Wo muss ich denn jetzt hin? Würde ich besser einfach den Weg gehen, den ich gekommen bin? Ich glaube. Ich bin hier schon mit dem Esel unterwegs. Hier noch irgendwas? Wo kommen die denn her? Was? Wer? Und er hat ihn schon fast alleine getötet. Ich töte dich! Alter! Wen hast du denn angegriffen? Den Pfahl da? Aus der Brille, Junge. So. Guten Tag. Uns Rache üben lassen. Für Beshi. Für Beshi. So, Ali. Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden. Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut. Ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Lass die Leuchtfeuer von Minas Tirith brennen. Gondor ruft um Hilfe. So. Quasi. Ja. Wir dürfen ja nicht mehr so viel rumlatschen auf der Seite. Brenne. Lichterloh. Guten Tag, Jan. Für Gondor! So. Wo muss ich denn hin? Öffne die Falte zu Wasifs Gemach. Da hinten hin. Okay, wie komme ich denn jetzt da so fix hin? Ja, nee, ihr könnt da ruhig kämpfen, aber... Verstanden!
In die Falltür? Wieso ist denn in der Falltür? Gehen wir mal hier oben lang. Hä, das soll doch angeblich hier irgendwo sein. Bin ich jetzt hier wieder ganz doof? Hey! Achso, das war einfach nur eine Wache. Ich dachte, er wäre da schon gewesen. Hä, hey, das Gemach von ihm ist einfach so eine Falltür in so einem Lagerschuppen runter. Das ist auch irgendwie weird. Ein Schlüssel. Ja, den sollst du benutzen, Massim. Schöne Deko hier. In der Kriegsfürste war sie von Tötin. Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt. Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Komm mal ab. Du machst es mir ja schon fast zu einfach, Junge. Selbst jetzt bleibt er gefasst und still. El Mardichwar. Wie passend. Ich kann aber nichts dahin, oder? Vor allem, wie er mich nicht sieht hier oben, ne? Ich spring direkt vor seiner Nase rum. Hier ist immer der. Mal ganz kurz. Hier, man sieht hier gerade so einen kleinen Totenkopf auf dem Punkt, wo ich sitze. Man hat immer so einen Punkt, von wo aus man die idealerweise töten soll. Und das habe ich zwar schon beim ersten Attentat irgendwie nicht gemacht. Dadurch hatten wir so eine coole Animation, was ihm von oben auf ihn drauf springt. Fällt mir gerade ein, wo ich diesen kleinen Totenkopf da sehe. Na gut, Junge. Dann. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Das war unser drittes Attentat. Gespannt, was es mit diesen Träumen von Basim auf sich hat. Mit diesem Djinn. Dann.
Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Junge. Okay. Der Umschwung beginnt nun mit uns. Mir nach. Oh, Herim. Ob das so gut ist? Ich glaube es nicht. Junge. Hey. Oh. Au. Warum kämpfen Sie? Ihr Heerführer ist bereits tot. Allah kämpft mit uns! Nein! Das war's! Verschwinden wir von hier! Folgt mir! Bleibt zusammen! Verstehst du das unter Freiheit? Dir deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen? Wieso? Fehlt dir der Mut für einen ehrlichen Kampf? Hilfe, Hilfe! Nein! Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ach so! Du bildest deine Leute besser aus als der Heerführer. Kannst du es nicht sehen? Der Kampf ist schon beinahe vorüber. Au! What? Komm hier, wir müssen ihm mal hier helfen, damit er uns gegen die Großen helfen kann. Oh, geschafft! Das war knapp! Nicht knapp! Unvermeidlich! Alter, wie. Ja, hier sind doch noch mehr, Junge! Wie die hier voll ignorieren, die dazugekommen sind? Will die nicht zu der Quest gehören? Was soll das denn? Ja, genau, ist wieder hier so ein. Au! Ist gut. Du kämpfst voller Inbrunst. Womöglich spricht dich unsere Sache doch mehr an, als du zugibst. Tja. Alter! Du kämpfst. Wie soll ich denn die in der Zeit hochheben hier, die Leute? Alter, ich bin immer wieder verkohlt. Ich finde den Effekt des Verkohltseins auch irgendwie voll weird. Und die Wache steht da. Womöglich spricht dich unsere Sache doch mehr an, als du zugibst. Oh Mann, das war eine komische Flucht. Das ist ein guter Tag. Wir treffen uns im Bruderschaftshaus. Hm. Unser Kampf beginnt! Wir finden Freiheit! Mich würde echt nicht irgendwie wundern, wenn er der Anführer von dem Orden wäre Allah und nur seine Leute aus dem Weg räumen will, weil die unfähig sind oder so. Allah ist groß! Ich frage mich immer noch, was mit Nihal ist. Wir können ja irgendwie ihre Quest nicht. Also, bitte einfach erledigt. Hm. Ich sollte zurück zu Fulat, ins Bruderschafts. Ja, das machen wir jetzt auch. Zack. Ich sollte zurück zu Fulat, ins Bruderschaftshaus. Ja, da sind wir doch jetzt gerade. Lass doch einfach mal los, Basim. Oh, vielleicht was zu essen. Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Vom Kater? Komm leise, geh leise, damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Beshe nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshe tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt,
In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Jo. Ja, kleine Pause gehabt. Der gute Basim. Rang erreicht Meisterschüler. Blauer Eingeweihter von Alamut. Meisterschüler Talisman. Gucken wir uns das doch mal an. Okay, das sieht schon sehr krass aus. Nutzen wir mal. Oh. Eine blaue Anpassung für die Montur des Eingeweihten. Kriegen wir eigentlich immer eine neue Farbe, wenn wir einen Rang aufsteigen? Hätten wir immer neu benutzen können. Das ist zu weiß. Und das ist normal. Einfach nur so weiß mit blau. Machen wir mal einfach. Okay, das ist mir schon fast ein bisschen zu weiß. So. Wir haben immer noch nicht das, um das aufzuwerten, das letzte, ne? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Wir haben so viele Bauanleitungen, aber nicht das, was wir benötigen. Haben wir neue Fertigkeiten? 3 Punkte, wir brauchen, glaube ich, 4, ne? Ja. So. Drittes Attentat geschafft. Auch noch eins, um den Anführer zu finden. Der Anführer ist einfach der Sohn von dem Kalifen, weißt du? Aber das wäre das Langweiligste einfach. Wir haben am Anfang den Kalifen getötet und da war sein Sohn. Der Sohn ist einfach der Anführer, das wäre es noch. Ja, dann müssen wir das zu ihr. Mal gucken. So. Wo müssen wir denn da hin? In das Bruderschaftshaus. Naja, das haben wir erledigt. Ach, da kann ich noch nicht hinporten, weil ich da noch nie war, ne? Dann würde ich sagen, nee, da brauchen wir wieder 3 Jahre, bis wir über die Mauer gekommen sind. Wir gehen mal von hier aus. Das sieht so doof aus mit dem Talisman. Ich mach den gleich wieder weg. So. Na, wieder den da. Der ist schön dezent, finde ich. Noch einfach. Ja, ganz weg machen wir nochmal. So. Okay. Wir müssen dahin. Ich habe das Gefühl, so ewig lang geht das Spiel gar nicht mehr. Ne? Das ist ein sehr kurzes Spiel. So, ein Attentat noch und dann wissen wir schon, wer der Anführer ist. Und das müsste ja dann das letzte sein. Denke ich. Bruderschaftshaus Al-Kark. Hm? Ja, was denn? Wohin jetzt hier hin? Eine rätselhafte Nachricht, verborgener. Wenn du die Zeit erfasst, auf den Straßen wird eine Ware feilgeboten, von der du wissen solltest. Sie ist als Geheimgewürz bekannt. Und Gerüchten zufolge sind Leute fast bereit, für nur ein Pröbchen davon zu töten.
Niemand weiß so wirklich, woher es kommt, aber ich habe das Gefühl, dass du es herausfinden wirst. Vielleicht findet sich beim Gewürzstand auf dem großen Basar Antworten. Lol. Ist das einfach so eine In-Quest irgendwie so, die ich nicht im Questlog habe? Mal merken. Basim, komm zu mir. Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El Anbar ging. Hm. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an. Die Daira Tulmal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer, mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. So, unbekannter Fall. Nachforschung öffnen. Okay. Sprich mit Roshan. Sehr gut. Na du? Rivka, hast du kurz Zeit? Ich habe ein paar Fragen. Leg los. Du weißt ein bisschen was über mich und meine Herkunft. Was ist mit dir, Rivka? Seit wann interessierst du dich für mein Leben? Na, wir sind doch auf derselben Seite. Es schadet nicht mehr, über seine Mitstreiter zu wissen. Tja, ich bin nicht von hier. So viel sei gesagt. Meine Eltern wären bei einem Ereignis wie der großen Auktion nicht fehl am Platze. Deine Familie ist wohlhabend? Beschämenderweise ja. Als Kind hatte ich keine Freude an der ganzen Pracht, den Gewändern und den Manieren. Es hat mich erdrückt. All das änderte sich, als ich eines Tages vor unsere Tore trat und die Welt so sah, wie sie wirklich ist. Danach gab es kein Zurück mehr. Was noch? Was weißt du sonst über die Daira Tulmal? Das ist eine besondere Veranstaltung, bei der die Reichen ihr Vermögen zur Schau stellen können. Gibt es solche Veranstaltungen hier häufig? Wenn man den örtlichen Händlern Glauben schenken darf, dann einmal im Jahr. Aber die Wohlhabenden finden sicher genug andere Anlässe zum Feiern. Was noch? Was hast du über El-Karch erfahren? Ich möchte eine unvoreingenommene Meinung. Nichts, das ich nicht schon kenne. Bestechlichkeit, Armut. Aber der Souk ist voller Leben. Die Gewürze, die Materialien und die Werkzeuge. So vieles, an dem ich mich versuchen könnte. Denkst du bereits über eine Pause nach? Ach, sei unbesorgt. Ich weiß doch, worum es geht. Was noch? Das wär's. Dankeschön. Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka. Gut, Leute, dann starten wir diese Quest beim nächsten Mal. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.